Das hier ist Veggie Deluxe, eins von zwei Gerichten, mit denen ich alle Nährstoffe decke und die ich deswegen fast täglich esse. Wie ihr das auch zubereiten könnt, worauf ihr dabei achten müsst und was das zweite Gericht ist, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Sind wir doch mal ganz ehrlich, das Problem bei gesunder Ernährung ist doch, dass man sich immer viel vornimmt, aber wenn man dann in der Situation ist, weiß man einfach nicht so genau, was man machen will. Dann holt man sich vielleicht ein Kochbuch, vielleicht ist da auch so ein Wochenplan bei und wenn man dann sieht, dass man täglich irgendwie 5 neue Gerichte kochen muss, die man vorher nicht gemacht hat, ist das ziemlich aufwendig und häufig hört man doch dann an Tag 2 schon wieder auf mit den ganzen Sachen. Aber vielleicht ist der Anspruch, einfach jeden Tag ständig neue Gerichte zu essen, auch einfach zu hoch. Und wenn man sich mal anschaut, was man so im Alltag eigentlich isst, dann sind das doch typischerweise immer die gleichen 3, 4, 5 Gerichte. Wenn überhaupt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich doch eh immer die gleichen Gerichte koche, dann kann ich auch hingehen und mir so 1, 2 Gerichte überlegen, die dann perfekt meinen Nährstoffbedarf decken und dann ist die Sache auch geritzt. Dann koche ich die einfach immer wieder. Aber Spaß beiseite, ich esse die Sachen natürlich nicht wirklich jeden Tag, aber ich habe die Sachen eigentlich immer im Haus und gerade wenn es mal stressig ist, ist es doch ziemlich einfach, so eine Art Blueprint abzufahren und immer die gleichen Sachen easy machen zu können. Und die Gerichte zu variieren wird auch viel einfacher sein, als ihr denken mögt, wartet da aber einfach mal ab. Starten wir also mit dem ersten von 2 Rezepten, die ich immer mache und es handelt sich dabei um die erste Mahlzeit des Tages. Und Leute, die diesen Kanal schon was länger verfolgen, können vielleicht schon erahnen, worum es sich handelt. Und Leute, die diesen Kanal noch nicht abonnieren, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns hier auf dem Kanal viel mit gesunder Ernährung, Food Hacks, es gibt viel Food Facts drumherum. Ihr wisst, was zu tun ist. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Sabina und mich, aber Sabina ist heute mal wieder hinter der Kamera. Sag mal hallo. Nein. Heute nicht. Das erste Gericht ist Porridge. Das klingt erstmal gar nicht so spannend, da gibt es aber so ein paar Kniffe und Tricks und auf die gehen wir jetzt erstmal genauer ein. Ich habe jetzt hier das Porridge, Haferschleim, Haferbrei oder wie auch immer ihr das nennen mögt, was wir hier so täglich essen. Kommen wir jetzt dazu, wie ich das zubereite und währenddessen gibt es auch einige Foodhacks und Infos dazu, wie ihr noch mehr aus dem Ganzen rausholen könnt. So werdet ihr Porridge noch nie gegessen haben. Auch wenn wir das Porridge zum Frühstück essen, startet bei uns die Vorbereitung schon am Abend davor. Wir weichen nämlich die Haferflocken über Nacht ein. Der Hintergrund dabei ist, dass Haferflocken Phytinsäure enthalten und Phytinsäure bindet Mineralien. Das sorgt dafür, dass diese Mineralien nicht so gut von eurem Körper aufgenommen werden können. Und um dem entgegenzuwirken, kann man eben die Haferflocken einweichen. Durch das Einweichen wird übrigens die Phytinsäure deaktiviert. Man sagt, dass man die Haferflocken mindestens eine Stunde einweichen soll. Wir machen das allerdings immer über Nacht. Das Einweichen der Haferflocken ist quasi Teil unserer Abendroutine. Neben den gesundheitlichen Vorteilen, die das so mit sich bringen kann, ist es aber auch einfach leckerer, wenn man das Ganze einweicht. Die Konsistenz von dem Porridge wird dann nämlich cremiger, weil die Haferflocken eben auch dann gut aufquellen können. Neben Haferflocken packen wir neuerdings auch Haferkleie mit Keim in unser Porridge rein. Das haben wir euch ja schon mal in dem DM-Video gezeigt. Haferkleie hat gleich mehrere Vorteile. Einerseits hat Haferkleie mehr Ballaststoffe und mehr Proteine als Haferflocken und ist deswegen in Bezug auf die Makronährstoffe schon mal etwas vorteilhafter. Es sind aber auch einige andere Nährstoffe in höheren Konzentrationen als in Haferflocken vorhanden. Ganz davon abgesehen würde ich allerdings auch die Haferkleie allein schon aus Geschmacksgründen ins Porridge reinfügen. Durch die feine Konsistenz kann das nämlich noch besser aufquellen und sorgt für ein noch cremigeres Porridge, als wenn man das nur mit Haferflocken machen würde. Für mich also eine Win-Win-Situation. Zu den Haferflocken und der Haferkleie packe ich auch noch immer ein bisschen Kakaopulver dazu. Ich weiß allerdings nicht, ob man da wirklich ein bisschen sagen kann. Das ist schon eine ganze Menge. Kakaopulver hat nämlich auch noch den Vorteil, dass es viele Polyphenole enthält und deswegen auch gesundheitliche Vorteile haben kann. Da haben wir lange Zeit nach dem perfekten Kakaopulver gesucht. Einerseits soll es ja auch gut schmecken, andererseits gab es bei vielen Kakaopulvern in der Vergangenheit auch Probleme mit Schwermetallen wie Cadmium. Und es soll natürlich auch zuckerfrei sein. Wir haben da aber auch mittlerweile ein echt gutes gefunden und das verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. Auf das Ganze packe ich dann die dreifache Menge Wasser, um das Ganze auch wirklich gut aufquellen zu lassen. Und pack da noch so einen Silikondeckel drauf, den haben wir von IKEA und dann kann ich das Ganze auch über Nacht wegstellen. Am nächsten Morgen sieht man dann, dass eigentlich schon das Wasser quasi größtenteils von den Haferflocken aufgesaugt wurde. Die haben wirklich ein gutes Quellvermögen. Aber das Ganze wird noch weiter quellen, wenn das jetzt in die Mikrowelle kommt. Deswegen kommt erstmal was Pflanzenmilch drauf. Leute fragen uns aber immer wieder, warum man nicht einfach da nochmal Wasser nimmt, weil gerade wenn wir auch Hafermilch nehmen,
auf Haferflocken packen, dann ist das doch fast das gleiche wie jetzt Wasser mit Haferflocken. Einerseits ist der Hafer, der eben für die Hafermilch verwendet wurde, auch fermentiert. Dadurch verändert sich der Geschmack. Andererseits sind eben auch oft die Pflanzendrinks sehr, sehr lecker. Also man tut sich eigentlich geschmacklich was Gutes. Aber der vielleicht wichtige Teil ist die Calcium-Anreicherung. Wir nehmen nämlich mittlerweile für unser Porridge eine Pflanzenmilch, die eben Calcium angereichert ist, um eben da leichter an den Tageswert zu kommen. In dem DM-Video haben wir damals noch gesagt, dass wir die DM-Hafermilch verwenden. Das ist allerdings eine Biomilch und gerade bei Biomilch ist es häufig problematisch mit der Calcium-Anreicherung. Die enthält fast nie Calcium, weil es da nämlich strenge gesetzliche Restriktionen gibt bei Bioprodukten. Welche Pflanzenmilch wir übrigens aktuell für unser Porridge nehmen, haben wir euch schon mal in diesem Video gezeigt. Soll jetzt hier kein Einkaufsguide werden, sondern ein Rezeptguide. Jetzt wird das Ganze noch erhitzt und dann haben wir quasi schon den unteren Teil des Porridge fertig. Dann packen wir noch was Nussmus oben drauf. Hier nehmen wir zum Beispiel Erdnussmus oder auch ganz gerne Mandelmus. Als nächstes kommt noch einiges an gemischtem Obst drauf. Wir verwenden hier zum Beispiel was Apfel, was Banane und aktuell auch viele Blaubeeren. Eigentlich immer viele Beeren. Beeren sind super gesund. Aktuell haben die Blaubeeren eben auch Saison, deswegen kriegen wir die easy frisch. Ansonsten verwenden wir auch ganz gerne tiefgefrorene Blaubeeren. Bezüglich der TK-Beeren kriegen wir immer wieder mal Kommentare, dass man die ja nur durcherhitzt verzehren soll. Das liegt einerseits daran, dass wir das mal in diesem Video gesagt haben, weil es dazu eben auch einige Meldungen, wie zum Beispiel von NDR Gesundheit gab. Andererseits hat aber auch die Stiftung Warentest einige Proben entnommen und die haben diese Erreger bislang nicht wirklich nachweisen können, weswegen wir das Risiko selbst für uns als eher gering einschätzen. Wenn man nicht gerade immungeschwächt, schwanger oder sonst wie gefährdet ist, müsst ihr aber natürlich selbst entscheiden. Um das Ganze jetzt hier aber mal abzuschließen, obendrauf sind noch ein paar Chiasamen als Topping. Bei Chiasamen kommt immer mal wieder die Frage, warum nicht Leinsamen? Leinsamen sind doch quasi das gleiche, aber regional. Ganz so einfach ist das leider nicht, auch wenn wir das wirklich gerne supporten würden. Einerseits sind die geschmacklich komplett unterschiedlich und ich persönlich mag Leinsamen geschmacklich gar nicht so gerne. Andererseits sind Leinsamen häufig stark mit Cadmium belastet. Das liegt zum einen an den Böden, zum anderen an den Düngemitteln. Deswegen sind hier für uns aktuell Chiasamen das Mittel der Wahl. Manchmal packen wir auch noch zusätzlich gepufften Amaranth oder Hanfsamen obendrauf. Da variieren wir einfach gerade so nach Lust und Laune. Ist jetzt für die Nährstoffe auch gar nicht so nötig. Hanfsamen packen wir auch häufig auf das zweite Gericht. Kann man also variieren. Bevor wir jetzt zum zweiten Gericht, dem meiner Meinung nach spannenderen Gericht kommen, gucken wir uns aber erstmal den Zwischenstand der Nährstoffe an. Unsere Cutterin Rebecca blendet die mal hier für euch ein. Hier muss man allerdings sagen, dass der Nährstoffbedarf von Person zu Person unterschiedlich ist. Das hängt einerseits davon ab, in welcher Lebenslage ihr seid, ob ihr schwanger seid, ob ihr stillt, welches Geschlecht ihr habt, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid und, und. Hier können euch aber Tracking-Apps helfen. Da könnt ihr nämlich viele von diesen Daten schon eingeben und dann wird für euch individuell der Nährstoffbedarf anhand der aktuellen Richtlinien angezeigt. Klar, genetische Faktoren sind da natürlich außen vor. Für die Gesundheit zählt natürlich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die psychische Gesundheit. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich nicht damit zu stressen. Es geht hier nicht darum, dass man 365 Tage, 24/7 seine komplette Ernährung trackt und in diese Apps einträgt, sondern es geht mehr darum, dass man das mal macht und ein Gefühl dafür bekommt, wo vielleicht große Lücken sind oder wo man eben vielleicht ganz gut seine Nährstoffe deckt. Und wir haben das ja vorhin schon gesagt, man isst ja so oder so immer wieder die 3, 4, 5 gleichen Sachen und dann kann man das ja einmal eintragen und dann sieht man ja vielleicht, ob man irgendwo krasse Mängel hat. Und dann muss man das auch nicht ständig wiederholen. Und es geht ja auch bei dem Ganzen nicht darum, dass man immer jeden Tag maximal gesund ist, sondern es geht ja eher darum, dass man grob ein Gefühl dafür bekommt, was so in etwa gesunde Ernährung ausmachen kann. Und mal ganz ehrlich, mich hat es eher entspannt, das Ganze einmal gemacht zu haben und zu wissen, dass mit dem, was wir so essen, auch auf dem richtigen Weg sind. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Gericht unserer Currybombe. Du hast es Veggie Deluxe genannt. Ach ja, Veggie Deluxe. Aber jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gericht, dem Veggie Deluxe. Das essen wir häufig als Hauptmahlzeit des Tages, manchmal mittags, manchmal abends. It could be it could. Auch da startet das Kochen eigentlich schon eine ganze Weile vorher, nämlich mit dem Einweichen der Linsen. Wir verwenden hier nämlich schwarze Beluga-Linsen. Die mögen wir tatsächlich viel lieber als andere Linsenarten. Da ist es aber hilfreich, die vorher einzuweichen, weil das die Kochzeit reduziert. Zumindest, wenn man die in getrockneter Form nimmt und eben nicht aus der Dose. Die schwarzen Linsen weiche ich ungefähr 2 bis 6 Stunden ein, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Länger verkürzt halt die Kochzeit mehr. Das ist halt so die Regel. Wenn es mal schneller gehen soll, können die aus der Dose ein echter Lifesaver sein. Rote Linsen sind auch super, die sind nämlich auch in 5 bis 10 Minuten gar. Allerdings
Allerdings mag ich die nicht ganz so gerne, weil die ein bisschen mehlig sind und die Beluga-Linsen sind einfach ein bisschen leckerer und nussiger. Abgesehen davon, wenn man sowas täglich isst, sind natürlich die getrockneten Linsen deutlich günstiger als schon vorgekochte aus der Dose. Wichtig, nach dem Kochen verwende ich bei allen Hülsenfrüchten das Kochwasser nicht mehr. Abgesehen von grünen Erbsen enthalten eigentlich alle Hülsenfrüchte für den Menschen giftige Lektine, die aber beim Kochen zerstört werden. Das heißt also, so gesehen müsste man das Kochwasser hinterher nicht abgießen. Ich empfehle aber trotzdem, das Kochwasser abzugießen, weil da eben auch schwer verdauliche Kohlenhydrate enthalten sind, die eben zu Blähungen führen können. Gesundheitlich problematisch sind Blähungen allerdings nicht. Auch wenn ich persönlich Leute kenne, die übrigens nicht Sabina sind, die schon mal wegen Blähungen im Krankenhaus waren. War wirklich nicht Sabina. Übrigens, wenn ihr Hülsenfrüchte aus der Dose kauft, dann sind die schon gekocht, aber auch da bietet es sich an, eben das Wasser abzugießen und die auch nochmal abzuspülen, weil da natürlich auch die schwer verdaulichen Kohlenhydrate drin sind. Aber wie gesagt, nur wenn ihr die Blähung vermeiden wollt. Wenn ihr eh schon kein Problem mit Blähung habt, perfekt, dann lasst es einfach. Wenn man viele Hülsenfrüchte kocht, ist ein absoluter Lifesaver übrigens ein Schnellkochtopf. Der spart nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld, weil ihr eben auch viel Energie spart. Ich verlinke euch auch nochmal unseren sehr empfehlenswerten Schnellkochtopf unten in der Beschreibung. Als nächstes brauchen wir für unser Veggie Deluxe auch noch, ihr könnt es euch denken, wie es sich für ein gesundes Gericht gehört, Gemüse. Aber auch da gibt es ein paar Kniffe. Als gute Baseline verwenden wir Brokkoli und Blumenkohl. Das sind ja beides Kreuzblütlergewächse und Kreuzblütler enthalten eben Senföle, die viele gesundheitliche Vorteile haben. Dazu packen wir aber auch noch was Spinat, also Blattspinat, grünes Blattgemüse. Wisst ihr auch Bescheid? Das Spiel abkennen die Leute, glaube ich. Kennt er, ist gesund. Einerseits dünste ich das gesamte Gemüse mit wenig Wasser und verwende dann hinterher das Kochwasser noch für mein Gericht. Dadurch können wir eben auch die wasserlöslichen Nährstoffe weiterverwenden. Dann seht ihr auch noch ein paar Pilze. Die sind natürlich auch wegen der B-Vitamine und verschiedener anderen Sachen super gesund, aber auch verdammt lecker. In Bezug auf Pilze hört man ja immer wieder, dass Shiitake-Pilze quasi der Vitalpilz schlechthin sind. Ja, das ist so ein Begriff. Man liest es immer wieder im Netz. Aber fairerweise muss man dazu sagen, wirklich handfeste Belege, dass Shiitake-Pilze besonders gut sind, gibt es nicht. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Berichte, dass Shiitake-Pilze zum Beispiel mit radioaktivem Cäsium belastet sind. Außerdem kriegen wir Shiitake-Pilze hier so gut wie nie. Und da muss man sagen, allein schon aus Convenience-Gründen setzen wir da eher auf Champignons, die man ganz easy, selbst bei Aldi, auch in Bio-Qualität bekommt. Oder bei anderen Discountern. Hashtag keine Werbung. Und in Bezug auf Mikronährstoffe sind auch andere Pilze in etwa in gleichen Regionen. Und dann seht ihr auch noch das Highlight eines jeden Gerichts, das Sahnehäubchen auf dem Kirscheis, der Streusel auf der Marmelade, Tofu. Falls ihr absolut keine Ahnung habt, wie man Tofu wirklich gut zubereiten kann, wir haben euch ja hier schon mal 3 Top-Rezepte gegeben. Mittlerweile machen wir die Marinade vom Tofu allerdings leicht anders. Wir haben ja früher häufig Agavendicksaft oder Dattelsirup für das Süßen der Marinade verwendet. Mittlerweile sind wir aber mehr und mehr dazu übergegangen, uns zuckerfrei zu ernähren. Und deswegen haben wir eben auch das jetzt ersetzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu dem ganzen Thema steht, ob ihr da auch nochmal ein Video sehen wollt mit Tipps, wie wir zum Beispiel zuckerfrei geworden sind oder wie man Zucker reduzieren kann. Oder ob ihr jetzt so sagt, so, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Meine Stimme sagt es gerade auf jeden Fall. Schreibt uns das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Generell sind wir aber auch keine Fans davon, einzelne Lebensmittel jetzt als gesund oder ungesund zu stigmatisieren. Ist natürlich jetzt kein Problem, wenn ihr den Tofu wirklich so liebt und den mit Agavendicksaft zubereitet, das macht jetzt ernährungsphysiologisch auch nicht so den großen Unterschied, ob ihr jetzt das bisschen Zucker verwendet. Es kommt ja auch immer eher so auf die Gesamtmenge des Tages an. Dafür esst ihr dann aber zum Beispiel den Tofu, der viele gesunde Nährstoffe hat, den ihr vielleicht sonst nicht essen würdet. Also stresst euch bitte nicht, diese Videos sollen nicht dazu beitragen, dass ihr euch damit stresst. Wir sind einfach nur ein paar Food-Nerds, wir haben da auch Spaß dran und wollen euch einfach nur ein paar Tipps geben, wie ihr euren Alltag vielleicht etwas gesünder gestalten könnt. So, wie machen wir den Tofu denn jetzt? Erstmal, wir nehmen mittlerweile häufiger Naturtofu als Räuchertofu. Einerseits finde ich beim Braten die Konsistenz vom Naturtofu etwas leckerer, wenn er so richtig schön knusprig außen und innen noch soft wird. Andererseits ist mir mittlerweile oft Räuchertofu manchmal zu trocken und zu salzig. Und es sind immer 50 Gramm mehr im Naturtofu drin. Für die Marinade nehme ich etwas Sojasauce, Apfelessig und wie ihr wahrscheinlich vermutet, italienische Kräuter, Knoblauchpulver, Kumin, Cayennepfeffer und ein paar Spritzer Liquid Smoke. Aber das kann man auch weglassen oder zum Beispiel einfach Räucherpaprika nehmen. Sobald der Tofu so richtig crispy von beiden Seiten ist, kann man jetzt die Marinade da drauf gießen und lässt das ganz kurz ein bisschen einköcheln, bis das Ganze leicht karamellisiert. Kleiner Tipp für die Variation, man kann auch in die Marinade zum Beispiel Olivenpaste reinpacken, Tomatenmark, Ajwa
whatever. So kann man immer richtig schön mit dem Tofu auch variieren. Der vorletzte und wichtigste Schritt, um eben auch wirklich Aroma an das Veggie Deluxe zu bekommen, ist jetzt die Soße. In Bezug auf Soßen bin ich mittlerweile bei einigen von den Sachen etwas pragmatischer geworden. Also im Sinne von eher ein bisschen einfacher und trotzdem genauso lecker. Ich verwende super gerne, um eben viel Aromen daran zu bekommen, Currypaste. Denn Currypaste hat eigentlich einfach schon vieles an Gewürzen, vieles an Aromen und ist eigentlich immer so eine gute Grundsubstanz. Das ist aber das Problem, dass es bei Currypaste krasse Qualitätsunterschiede gibt. Falls euch irgendein Rezept mal mit Currypaste nicht geschmeckt hat, probiert da also gerne einfach nur mal eine andere aus. Da sind wirklich, da liegen Welten zwischen. Meine liebste Currypaste ist übrigens von der Kok Brand. Ja, die heißt wirklich so. Ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Beschreibung. Für die Soße rühre ich ganz schnell einige Zutaten zusammen. Kumin, Currypaste, Knoblauch, italienische Kräuter, Tomatenmark, Sojasauce, Apfelessig, Erdnussmus und verrühre das Ganze dann mit Pflanzenmilch. Also einfach alles schnell verquirlen und dann kommt es auch schon direkt zum Gemüse dazu. Auch bei der Zubereitung kann man natürlich variieren und einfach auch schon das Gemüse in der Currysoße garen. Feel free. Womit wir übrigens auch gerne variieren, ist ja mit dem Gemüse. Und womit das Ganze auch echt toll wird, ist mit Süßkartoffel. Denn die sorgt auch dafür, dass das Ganze noch beim Einkochen etwas andickt. Süßkartoffel enthält ja viel Stärke, die tritt dann beim Kochen eben aus und dadurch dickt eben die Soße an. Und als letztes kommen noch Hefeflocken und Hanfsamen auf das Gericht. Denn auch die fügen dem Ganzen noch gesundheitlich etwas hinzu. Ihr wisst schon, Hefeflocken, B-Vitamine, Hanfsamen, Omega-3. Und falls ihr das noch nicht wusstet, dann wäre auf jeden Fall jetzt ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren. Denn alle Leute, die den Kanal abonnieren, wissen das schon. So oder so wäre auf jeden Fall jetzt schon mal ein guter Zeitpunkt, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, bevor gleich meine Stimme komplett weg ist. Und ich das nicht mehr sagen kann und euch nicht mehr erinnern kann. Denn das hilft uns wirklich immer sehr. Lieben Dank. Hier seht ihr jetzt den schönen Teller mit dem schön angerichteten Gemüse. Da muss ich euch aber ganz ehrlich sagen, bei uns sieht das nicht jeden Tag so aus. In der Realität vermengen wir die Sachen auch häufig, kochen das manchmal auch zusammen in der Pfanne und dann sieht das eher so aus. Ich habe das jetzt natürlich hier extra fürs Video so schön hergerichtet. Denn wie heißt es so schön? Das Auge isst ja bekanntlich mit. So, jetzt schauen wir aber mal in der App, wie es mit den Nährstoffen aussieht. Da seht ihr eigentlich sehr gut, dass wir fast alle Mikronährstoffe gedeckt haben, aber ein bisschen angeschwindelt habe ich euch schon. Es gibt nämlich 4 kritische Nährstoffe, die ich mit der Ernährung nicht decken konnte. Und darüber möchte ich kurz mit euch sprechen. Das eine ist Vitamin D. Das kennt ja mittlerweile, glaube ich, fast jeder. Das Sonnenvitamin sollte man gerade in den Wintermonaten vielleicht supplementieren. Bei manchen Leuten auch das ganze Jahr über. Nimmt man typischerweise nur in einem Bruchteil über die Ernährung zu sich. Das andere ist Vitamin B12. Gerade wenn man sich vegan ernährt, bekommt man das praktisch durch die Ernährung nicht. Ist aber auch kein Problem. Das kann man ganz easy supplementieren. Ganz ehrlich, das wäre der perfekte Slot für ein Placement. Aber das Video ist nicht gesponsert. Dann gibt es noch 2 weitere Nährstoffe und über die wird tatsächlich eher selten gesprochen. Das erste ist Jod. Jod ist tatsächlich ziemlich relevant, zum Beispiel für die Funktion der Schilddrüse. Und ganz besonders, wenn ihr schwanger seid oder stillt, da habt ihr einen erhöhten Bedarf. Das ist super wichtig. Informiert euch da bitte noch genauer. Über die Ernährung kann man Jod zu sich nehmen. Es gibt zum Beispiel jodiertes Speisesalz. Gerade wenn man aber zum Beispiel mit Sojasauce kocht oder anderen Sachen und gar nicht so viel Salz verwendet, dann kommt man eigentlich nicht dazu, dass man unbedingt jodiertes Salz benutzt. Weil Sojasauce erstmal nicht jodiert wird. Eine andere gute Quelle für Jod wären zum Beispiel Algen. Aber da gibt es natürliche Schwankungen und auch je nach Algenart unterschiedliche Jodgehalte. Da ist halt wichtig zu beachten, was die maximale Verzehrmenge pro Alge pro Tag ist. Und sind wir ganz ehrlich, Algen schmecken schon ziemlich penetrant und da ist natürlich die Frage, ob man das wirklich täglich möchte. Und man muss aufpassen, man kann auch Jod überdosieren. Deswegen haben wir uns entschieden, Jod zu supplementieren, dann wissen wir einfach, woran wir sind. Und der nächste kritische Stoff ist Selen. Selen kommt nämlich über die Böden in die Lebensmittel. Und je nachdem, woher die Lebensmittel kommen, haben die Böden entweder viel oder wenig Selen. Und mal ganz ehrlich, wisst ihr genau, wo alle eure Lebensmittel herkommen und könnt ihr genau sagen, ob das dann eben entsprechend viel oder wenig Selen ist? Das Problem ist hier tatsächlich auch ein wenig die Klimakrise. Dadurch, dass die Böden immer trockener werden, wird immer weniger Selen eingelagert und dadurch gelangt auch immer weniger Selen in die Lebensmittel. Einige Länder wirken dem aber entgegen, zum Beispiel Finnland. Da wird nämlich selenhaltiger Dünger verwendet. Also da kann man leider nie so ganz sicher sein, wie viel Selen man jetzt wirklich zu sich nimmt. Da kann einem auch keine Tracking-App helfen, denn die weiß ja auch nicht genau, woher eure Lebensmittel jetzt kommen. Manche empfehlen ja Paranusskerne für Selen. Allerdings gibt es auch da große natürliche Schwankungen bei den Paranusskernen. Und da kann es eben sein, dass man mal zu wenig und mal ganz deutlich überdosiert. Deswegen sind wir mittlerweile bei Selen auch dazu übergegangen,
keine Paranusskerne zu essen, sondern das eben zu supplementieren. Und als kleiner Bonustipp, das muss man zwar eigentlich nicht zu sich nehmen, weil man über Nüsse, Hanfsamen und ähnliches ja schon genügend davon zu sich nimmt, aber wir nehmen auch noch Omega-3-Kapseln. Da gibt es insgesamt unterschiedliche Auffassungen zu, es scheint aber so zu sein, dass man das weniger überdosieren kann. Wie ihr seht, man muss diese Nährstoffe nicht zwangsläufig supplementieren. Bei Selen ist das nicht hundertprozentig klar. Bei Jod gibt es Alternativen, Stichwort Algen. Und Omega-3-Fettsäuren gibt es halt auch so über die Nahrung. Wenn ihr davon genug zu euch nehmt, kein Problem. Wir wollten es trotzdem einmal der Vollständigkeit halber hier gesagt haben. Und wer isst natürlich mehr als 2 Gerichte am Tag? Für das dritte Gericht habt ihr dann einen Freifahrtschein. Da könnt ihr essen, was ihr wollt. Ihr seht also, dass man einen Großteil der Nährstoffe über die Ernährung zu sich nehmen kann. Das hier sind nur 2 Beispielgerichte gewesen. Es gibt natürlich auch noch andere. Wir wollten euch nur ein wenig Inspiration und Einblick in das, was wir so essen, geben. Zu einer gesunden Ernährung gehören natürlich auch die Lebensmittel. Und wenn ihr sehen wollt, worauf wir so achten und was wir so kaufen, dann klickt unbedingt mal hier hin. Und falls euch das Video irgendwie geholfen hat, freuen wir uns mega, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben würdet und den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss und Peace out.